Leute! Ich wollte nur mal ganz kurz ein Outfit of the Day machen, weil das mal wieder angefragt worden ist bei mir. Und jetzt habe ich mich gerade angezogen, weil ich schnell in die Stadt möchte und das Wetter ist toll und da habe ich gedacht, zeige ich euch das mal. Das ist ein Kleid, was mein Freund mir einfach so mitgebracht hat. Das war im Angebot und zwar hat das nur noch 10 Euro gekostet und vorher hat es, glaube ich, 59,90 gekostet. Das ist von Bench und ja, ich zeige euch das mal kurz. Es ist so ein Hemdkleid mit durchgängiger Knopfreihe. So. Darunter habe ich einfach ein weißes Shirt gezogen, weil ich es nicht mag, wenn das komplett so bis oben hin zu ist. Dann, ja, wie mache ich das jetzt? Habe ich, Moment, ich versuche mal das ein bisschen zu kippen. Also habe ich, das geht so bis knapp über den Hintern. Dann habe ich einfach eine schwarze Leggings drunter angezogen und so weiß-blaue Ballerinas und das Armband von Tine, weil das auch lila ist und hier ist ja auch lila mit drin. Einfach eine kleine Schleifchenkette, nicht zu auffällig und so, ich sage halt aber oft, so Schmetterlingsohrringe, die ich bei Primark gekauft habe. Und ja, relativ dezentes Make-up für mich so. Ich habe die neuen MAC-Pigmente mal ausprobiert, das Blonde Gold und das Museum Bronze. Ja, dann wie immer schwarzer Eyeliner, Mascara und ein ganz bisschen von dem Cindy Lippenstift. Das war's eigentlich schon. Mehr ist das nicht. So gehe ich jetzt in die Stadt und melde mich hoffentlich nachher nochmal. Bis dann!